Recht herzlich willkommen zur 157. Folge von Aboreon. Ja, wir sind mit unseren beiden Schiffen jetzt hier zusammen unterwegs. Ich weiß gar nicht, hat er das sich jetzt gemerkt, dass er mir folgen soll? Oder habe ich das überhaupt schon angeklickt? Ist die nächste Frage? Ja, hat er wohl gemerkt. Gut, und wir wollen jetzt schauen, dass wir mal gucken. Wir müssen jetzt mal schauen, was waffnungstechnisch denn hier so jetzt drin ist. Doppeltester Geschützturm und vierfach Bolter Geschützturm. Okay, das ist schon mal was. Dann müssen wir den anderen noch angucken. Schiff treten schaffen wir dann auch. Achso, das können wir jetzt auch so machen, ne? Jetzt sind wir da drin, ne? Und jetzt müssen wir da mal gucken, dass wir das angucken. Das hat ja ein Tesla Geschützturm und Doppel-Nanonit-Abwrack-Geschützturm und Nanonit-Bergbau-Geschützturm. Okay. Das ist ja schon mal was. Ah, hier kann man jetzt was Set-Class und umbenennen. Ah ja, das war ein Update, was da gekommen ist. Kann man irgendwie auch farblich das Schiff mehr anpassen, auch jetzt ohne da irgendwie im Kreativmodus zu sein oder so. Das ist auch geklärt dann und wir sehen jetzt tatsächlich mal, dass unser anderes Schiff doch tatsächlich größer ist und dieses hier relativ klein ist, ne? Ja. Gut, aber nicht so schlimm. Das passt ja erstmal noch alles. Wir wollen jetzt gucken, dass wir irgendwann irgendwen finden, der uns dann, ne? Wie heißt es? Sagen kann, wo irgendein Gegner ist, den wir dann kaputt machen. Und der Thomas Stehler hatte noch geschrieben, dass wir uns auch mal ab und zu einen Dingens Ausrüstungsdock gönnen sollen. Das sehen Entschuldigung. Das müssen wir dann mal gucken, dass wir es hier irgendwo finden. Jetzt ist nur die Frage, hier gibt es gerade keine. Nee. Nee. Mhm. So, wo fliegen wir hin? Nach Süd-Südost, denke ich mal. Wo, welches Tor haben wir denn hier? Wir hatten noch gerade eins um die Ecke, da ist es doch. Nord-Nordost ist das natürlich, ist klar, ne? Dass wir zum Nord-Nordost-Tor direkt daneben sind. Da ist das andere, ist das das Süd-Südost? Na, komm, fliegen wir da hin. Kommen wir da dran vorbei, ja. Okay. Dann mal dahin. Und das war knapp. Kommt der nach? Ich hoffe es. Sieht nicht so aus. Mich eskortieren. Schafft er das auch? Na, jetzt macht das. Ist ja auch schön, ne? Dass das dann noch klappt. Okay, wir gehen aber durch das Tor schon mal. Und der kann ja danach kommen, ne? Das macht er ja eigentlich. Gucken wir mal. Wir sind schon mal durch. Und sehen, dass wir nichts sehen, ne? Drei Tore und nichts los. West-Südwest-Tor. Südost-Tor. Und das dritte sind wir. Ja, ich denke mal, wir gehen da hin. Schauen wir mal, dass wir da hinfliegen und gucken, was da so los ist, ne? Oh, ich glaube, ich bin gerade auf Kollisionskurs. Na, das hat ja wieder gut geklappt. Das ist, wenn man sich überall alles anguckt und nicht dahin guckt, wo, ne, man liegt. Ja. Der kommt und fliegt wahrscheinlich schön durch. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, ob wir kaputt sind, was wir reparieren müssen. Ich glaube, es ist gar nicht kaputt gegangen. Haben wir mal Glück gehabt. Dadurch.
das gerade nicht schon gesehen, das Bild? Ich glaube ja, ne? Können Sie mal auch ein Abzüglo reinbringen. Wenn du in der Nähe einer Ausrüstungssorge bist, 2 Kilometer oder weniger, kannst du fest installierte Upgrades wieder entfernen. Aha, gut. Brauchen wir nicht mehr, ne? Und erledigt. Ah, der andere ist schon durch? Ja, tatsächlich. Da haben wir jetzt einen Fighter. Reparaturwaffenfabrik. Forschungsstation. Ausrüstungsdock. Aha. Dann lass uns das Ausrüstungsdock auswählen. Und gucken, was da gibt. Achso, wir können ja aus der Ferne auch drauf gucken erstmal, ne, oder? Gucken wir erstmal da. Ausrüstung handeln. Wir dürfen keine Geschäfte mit uns machen. Alles klar, dann hat er sich das erübrigt. Ja, der Thomas Stieler hat auch geschrieben, ich sollte mal hier schon mal handeln und so. Dann verbessert man natürlich auch seine, ne, sag schon, Reputation. Keine Ahnung, wie sich das schimpft. Auf jeden Fall die Beziehung. Und ja, müsste man mal gucken, ne? Güter handeln. Haben wir ein Handelssystem dabei? Weiß ich gar nicht. Batterie, Transporter-Software, Bergbausystem, das können wir dann gegen ein Handelssystem austauschen und das haben wir hier. Machen wir das doch erstmal gerade und gucken uns das dann mal an. Fundstation kaufen. Handelsübersicht. Irgendwie war das jetzt nicht so der Bringer. Nochmal, aber hier gibt's nichts dann, oder wie sehe ich das? Fundstation kaufen. Das ist alles teuer, oder was? Anstation verkaufen wäre hier aluminiumsinnig. Da können wir es auswählen. Das ist jetzt alles teuer, oder wie sehe ich das? Über den Preis von 360. 400. Toll, oder? Ist alles überteuert dann. Leiter, Militär, Tesla, Spulen, Munition, ja, das bringt mich jetzt hier nicht wirklich weiter und deswegen denke ich mal, können wir gleich auch weiter fliegen und das machen wir dann auch Richtung Süd-Südost weiter. Tor wird da oben eins angezeigt. Nord-Nord-Ost. Da unten ist auch ein Tor, irgendwo hier. Ich glaube, da kommen wir her, kann das sein. Nee, das ist das Südosttor. Ja, da wollen wir hin, dann fliegen wir da mal hin. Ich hoffe, der andere kommt noch mit. Das Schiff daneben her, das hat geklappt, ne? Und hier durch. Schauen wir mal, was uns das nächste bringt. Hier gibt es auch einen Ausrüstungsdock, okay. So, das können wir hier auf der Karte auch auswählen. Und das ist dann da. Und wir können da trotzdem nichts handeln, ne? Ja, läuft schon mal, ne? Was ist hier an schwarzem Brett?
Vernichte Piraten. Ja, sollen wir das mal machen? Bringt eine halbe, fast eine halbe Mille. Ist mittelschwer. Akzeptieren wir das doch mal, oder? Minus 55, minus 230. Das ist es nicht. Wo ist denn das? Ach, da. Gut, dann springen wir da mal hin. Ich habe nur keine Ahnung, ob unser Kollege mitkommt, ne? Wo ist es? Da ist es. Aber den können wir wenn händisch nachholen. Zack. Steht da oben jetzt? Ah, das ist der Hyperraumantrieb schneller ist, alles klar. Der springt schon mal dahin. Und springt dahin. Okay, das dauert eine Weile. Okay. Und springt noch dahin. Und wir springen auch dahin. Und dann sind wir da, in der Hoffnung, dass der andere nicht schon angelaufen ist. Was stand da gerade mit der Mission? Mission erfolgreich. Ach so, das ist ja auch nett, das haben andere für uns erledigt, oder wie sehe ich das? Ja, dann brauchen wir nicht mehr kräftig werden, ne? Wenn dem so ist. Unser Schiff war auf jeden Fall schon da, ne? Denke ich mal, sonst hätte das vielleicht nicht gegolten. Kann das sein? Ich sehe aber kein anderes Schiff jetzt hier, oder? Aber ne, sind nur wir beiden hier sozusagen und sonst keiner. Naja, ist halt so. Hat aber geklappt, das reicht ja. Vielleicht haben die sich hier irgendwo verflogen und sind gegen irgendeinen Stein oder so gerammt. Was haben wir denn noch? Mach den da mal gerade rein. Wertvolle Objekte gefunden. Gucken wir die doch mal an. Sind denn die wertvollen Objekte? Da ist was. Fliegen wir da mal gerade hin. 3 Sachen. Ist das jetzt ein Asteroid da? Ich glaube ja, ne? Oder ist es ein Versteck? Ne, es könnte auch ein Versteck sein. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir hier nirgendwo anditschen. Und da dran, da kommt trotzdem, ne? So, interagieren, öffnen, Operation Exodus. Okay. Haben wir irgendwas aufgemacht? Sagt er da oben?
Okay. Schiff ist beschädigt. Machen wir gerade im Baumodus. Okay, das ist erledigt. Dann haben wir noch zwei. Ah, die sind schon da. Und der soll sich da mal verteidigen, ne? Oh, was habe ich jetzt erwischt hier? Baumodus nochmal, ja, Baumodus nochmal, gut. Schnellstens dahin. Und wir werden dir zeigen, wo der Hammer hängt. Keine Sorge, Jungs, wir kommen. Ist das andere Schiff kaputt oder was? Oh, wieso schieße ich so schlecht? Und da ist schon wieder so eine doofe Tornado-Rakete da oder sowas. Was ist denn hier los mit meinem Schiff? Hä? Jetzt geht er, okay. Okay, mein Freund. So, dein Schild ist gleich platt, dann sehen wir schon so. Meins allerdings auch. Aber irgendwie geht es schlecht mit Kaputtschießen. Also wir treffen sicherlich da was. Also der Bringer ist es jetzt nicht, ne? Okay, da kriegen wir jetzt kein Power mehr drauf. Ja, irgendwie sind unsere Waffen gerade wieder mal so richtig schlecht. Unser Renewer ist kaputt, das bringt uns also auch nicht weiter. Fällt mir jetzt gerade überhaupt nicht hier dieser Kampf wieder. Da sind wir jetzt gerade erstmal weg. So, Reparaturdock. Rekonstruiere deine Zwerchfelder beim Reparaturdock. Genau, das wollen wir auch machen.
Schiffrekonstruktionsmarke entfernt. Unser Schiff ist jetzt da oben rekonstruiert worden gerade. Also alles gut. Interagieren. Befehle. Mich eskortieren. Also das Ding da oben, das ist also ein Schiff, was ganz schick ist, aber eigentlich bringt es das nicht, ne? Weil zu schwach. So, jetzt hier mal Bordmittel einmal und gucken, warum haben wir hier so einen Reparaturgeschützturm? Was haben wir eingebaut? Ist die Frage. Bergbau, Doppelflakgeschützturm. Welches Ding ist denn da jetzt eingebaut gewesen? Das, was da gefeuert hat. Vierfach-Bolter-Geschützturm war das. Das wäre ja der richtige Hammer sozusagen, ne? Nimm das mal raus. Bau den da mal rein. Doppel-Anti-Fighter-Geschützturm entfernt. Jetzt habe ich den Doppelflak-Geschützturm eingebaut. Stopp, B war's. Also ich habe es immer noch nicht verstanden. Ach, da rechts ist noch das eine. Ah, jetzt sehe ich es. Hier ist noch einer. Ich habe die Waffe hier neben gesucht und nicht gefunden. Und da ist sie. Ja, Waffen sehen wir natürlich auch hier am Schiff, ist klar, ne? Doppelflak, Doppel-Tesla-Geschützturm. Schaden 46,6. 47,7. So. Da müssen wir nochmal gerade dran. Da müssen wir nochmal gucken, was war das andere denn? Bergbau. Okay. 182 macht der Dreifach-Maschinengeschützturm Schaden. 184, 182. Reichweite 484, Reichweite 3, und ist der in der Reichweite ja schon mal viel besser, ne? Reichweite 6,83, der ist noch weiter. Der Bolter-Geschützturm. Aber ich glaube, dieser ist doch der bessere dann, ne? Der macht richtig Schaden an Hülle. Der überhitzt auch. Slotsbauer 2. Ich glaube, wir nehmen den mal und bauen den ein. Geht nicht. Zwei Kanoniere. Und der hat einen Slot. Jetzt schau auf, der andere geht da jetzt gar nicht rein, wa? Ich brauche System-Upgrades dafür. Wo ist denn der Tesla? Da ist der. Mach den mal weg. So, jetzt ist der eingebaut. Ist nicht schlecht, ne? Und was macht er da? Das gucken wir in der nächsten Folge, denke ich mal. Okay, schauen wir mal. Warte, wir müssen... Ne, wir haben ja jetzt... Wie viele Slots haben wir frei? Das ist die Frage, ne? Nötige Mechaniker, nötige Ingenieur, nötige Bergkanoniere, 6 von 2. Wir brauchen 6 Kanoniere und haben 2, oder wie verstehe ich das wieder? Unbewaffneter Torpedo-Lagerraum.
Ja, weiß ich auch nicht. Sehe ich jetzt hier gerade nicht, wo die Slots sind. Da haben wir zwei Slots, aber wie viele Slots hat das Schiff? Ich sehe nicht irgendwo hier jetzt den Slot. Okay, da sind Rekonstruktionsmarken in Zitronen sofort, das ist alles klar. Dann müssen wir noch die andere wieder kaufen, wahrscheinlich. Ja, müssen wir uns nochmal genau angucken, machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Macht den Daumen hoch, gebt der Glocke eine Chance, damit ihr das mitkriegt, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare gerne wieder reinschreiben. Ich habe bestimmt wieder irgendwie was total falsch gemacht, aber ist egal. Und ihr werdet es mir bestimmt schon sagen und dann teilt auf allen Kanälen, wo ihr da Infos habt oder sowas, dass man da was hinschreiben kann oder sowas und dann geht es los. Neue Mission, dringende Lieferung. Toll, die gucke ich jetzt noch schnell an. Ne, da war es, ne? You received a radio message of unknown origin. Someone asked you to deliver 119 ammunition to a specified location. They said it was an emergency. Rest Zeit ist 59, aber sorry, ich habe diese Mission nicht angenommen, die kommt da einfach. Ich habe auch keine Ahnung, weil Munition wieder transportieren ist ja wieder so ein Ding. Okay, gucken wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, wie gesagt, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles klar, bis dann, tschüss!